Um den besten Schuhhersteller des Jahres 2011 zu besuchen, muss man in die Niederlande fahren. Was Renier, Floris und Pepijn van Bommel bewegt und was sie glücklich macht, das verrieten die drei Unternehmer im Gespräch mit Schuhkurier. Floris, die neunte Generation, was machen Sie anders als alle anderen Generationen vorher? Wir machen nicht so viel anders. Wir sind eine neue Generation, aber die achte Generation, unser Vater, hat fast dasselbe gemacht wie wir. Er hat hart gearbeitet und probiert, einen schönen Betrieb zu bauen. Renier, warum sollte jemand Van Bommel Schuhe kaufen? Erstmal soll man nichts. Man muss schöne Schuhe kaufen. Und wenn man dann im Schuhgeschäft ist und die Wahl hat zwischen verschiedenen Marken, dann wählt man gleich unsere Schuhe, weil die sehen am schönsten aus. Von Qualität sind die am besten. Und die sind auch mit Liebe gemacht. Pepijn, was macht Van Bommel denn anders als andere Unternehmen? Das weiß ich nicht. Wir machen nur, was wir denken, dass das Beste ist zu tun. Und wir haben ein Ziel und das ist unser Unternehmen, um das schön und gut zu machen. Und das geht gut und das ist nicht selbstverständlich, dass das gut geht. Da müssen wir sehr froh mit sein. Wir sind ein Betrieb, die nicht erstmal fürs Gewinn gehen, aber für Langzeit schöne Schuhe machen. Pepijn, wie wichtig ist für Van Bommel Expansion? Sehr wichtig, ja, selbstverständlich. Das ist wichtig. Das Wichtigste für unsere Unternehmen ist unser Heimatmarkt und das sind die Niederlande und Belgien. Und für Expansion ist Deutschland das Wichtigste. Und ich denke, wenn ich das vergleiche mit die holländische oder die belgische Märkten, dass das Angebot in die deutsche Schuhgeschäfte etwas konservativer ist. Aber das ist gut, weil das ein Potenzial ist für unsere Marke. Renier, Sie haben gesagt, Sie sind Unternehmer. Was unternehmen Sie denn, wenn Sie nichts unternehmen? Dann schlafe ich. Das ist unglaublich, die Auszeichnung. Das ist für uns drei ist das unglaublich und für unseren Vater, er hat 35 Jahre gearbeitet hier. Das ist, das haben wir niemals träumen dürfen, dass das einmal passieren sollte. Die letzte Frage für Renier. Schuhkurier als Fachzeitschrift ist für mich Nummer 1. Perfekt.